Heute darf mal wieder Gelinde ran. Es geht hier wie immer los mit der Referenzfahrt. Und dann fräsen wir uns ein kleines Teil hier in dieses Brett. Vorher vermessen wir noch das Werkzeug. Damit wir die Z-Höhe haben. Ablauf wie immer. So. Dann fahren wir mal die Position an, wo wir so grob hinwollen. So, dann speichern wir XY. Zur Maschine, das ist meine Gelinde Pro Basic 1005 KCL, Kugelumlauf mit Closed Loop Antrieb. So. Jetzt tun wir das mal hier ranzoomen, damit ihr auch was seht. Fräser ist ein 4 mm Einschneider. So, bleiben wir in die falsche Richtung das Ganze. Warum ist das so? Mal gucken. Man sollte das Werkzeug an die richtige Richtung auf die Maschine legen, beziehungsweise die Datei in die richtige Richtung drehen. Dann geht das auch. Wir drehen das jetzt mal um 90 Grad. Fahren nochmal den Nullpunkt an. Dann fahren wir noch ein bisschen rüber. Jetzt das Holz versaut hin, aber das spielt keine Rolle, ist ein Rest. So, speichern XY. Ende. So, und dann geht es los. So, mehr ist es nicht. Das klemme ich als einfach ein Klemmstück, das kommt irgendwo zwischen rein zum Klemmen. Jetzt mal gucken, ob das passt. Und dann muss man das noch gleich ein bisschen verlängern oder verkürzen. Und ja, das war's schon. Ich wünsche euch was. Euer Mensch hat Lust.